Unser Leben sollte sich großartig für uns anfühlen und ich teile mit dir jetzt an Erfahrungen, was ich alles so mache. Und in diesem Video geht es um die Baked Beans zum Frühstück oder auch zum Abend. Hallo, hier ist Susanne aus dem Waldhäuschen. Ich möchte ein paar Gedanken mit euch teilen. Und zwar bin ich kürzlich auf eine Frau gestoßen im Internet. Sie heißt Barbara O'Neill und sie macht so Videos. Also sie ist Australierin. Und ja, wenn du sehr gut Englisch kannst, dann würde ich sie dir sehr empfehlen, Barbara O'Neill. Und sie erklärt sehr ausführlich und einfach verständlich, was in unserem Körper abläuft, wenn wir gewisse Dinge tun oder gewisse Nahrungsmittel zu uns nehmen. Und ich bin so begeistert von ihr. Also wirklich, ich klebe so richtig an ihren Lippen. Und ich habe gestern oder so versucht, euch das mal so auszudeutschen. Und dann habe ich mir so eine Tafel geholt und wollte euch das auch genauso wie sie erklären, aber ich habe gemerkt, ich bin noch nicht so weit. Also ich kann es euch vielleicht eher so praktisch vermitteln, was ich so von ihr lerne und wie ich das vor allen Dingen in meinem Alltag umsetze. Seit ich Barbara O'Neill höre und die ganzen Abläufe kennenlerne im Körper mit der Ernährung, habe ich mich entschlossen, dass ich nun weitgehend mich pflanzlich ernähre. Und das habe ich eigentlich früher schon mal gemacht. Das heißt, ich war vegetarisch, aber jetzt gehe ich noch mal einen Schritt weiter und versuche besonders auch Milchprodukte zu meiden. Und zwar hat das einen ganz besonderen Grund. Das ist eine persönliche Erfahrung von mir. Und zwar ist es so, dass ich vor einiger Zeit, ich war eingeladen in Südfrankreich bei Familienangehörigen von meinem Freund und die wohnen so auf einer kleinen Farm und sie wohnen sehr naturverbunden mit vielen Tieren und so und das hat mich sehr beeindruckt und dann waren wir aber eingeladen zu einer Spezialität, die es nur in Südfrankreich gibt. Und zwar zu Stierfleisch. Irgendwie haben die da Stierfleisch gemacht. Es gab aber leider kein Gemüse, es gab nichts, kein Salat, es gab gar nichts anderes. Es gab einfach dieses Stierfleisch. Und wie die Franzosen so sind, hat er das nicht so ganz durchgebraten und hat es aber dann ganz, ganz fein geschnitten. Und dann habe ich das am Abend haben wir das dann bekommen zum Essen, so mit dann einem Glas Wein und so, ein ganz toller roter Wein. Und ich habe dann immer ein bisschen genommen von diesem Stierfleisch. Mein Gott, mir wird schon schlecht, wenn ich nur, wenn ich euch das erzähle, wenn ich nur dran denke. Es war dann so, dass ich also tatsächlich, also mir wurde nicht sofort schlecht, aber wo ich mich dann ins Bett gelegt habe und ich habe nicht zu viel getrunken, es war nicht der Wein. Hey, ich war die ganze Nacht, lag ich über der Kloschüssel. Das war so schlimm. Mein Freund hat gesagt, oh nein, 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 das war, sie, Susanne, habe ich noch nie so gesehen. Und von dem Tag an kann ich kein rotes Fleisch mehr sehen. Und überhaupt esse ich kein Fleisch mehr. Also mir hat dann jemand erklärt, das seien halt die Hormone und einfach so, wie die Tiere aufgezogen sind. Und es ist aber nicht nur das Stierfleisch, es ist überall drin. Mit Hormonen, mit Antibiotika, die Art und Weise, wie die Tiere gehalten werden, einfach alles, das Ganze drumherum. Und ich war ein bisschen verloren, weil ich halt jetzt nicht wusste, was ich sonst tun soll. Also habe ich Käse gegessen. Käse, ja. Und ich wollte ja eigentlich schon nicht nur Käse essen, also so als quasi Fleischersatz. Ich kannte es halt nicht anders. Ich habe Gemüse und Käse gegessen. So. Und
Brot habe ich auch gegessen, aber nicht so viel, weil ich davon schon wusste, wegen dem Weizen. Aber jedes Mal, wenn es so eine Grillparty gab, dann hat mein Freund mir wieder so einen Grillkäse mitgebracht. Und das gab es oft, ja. Und in der Schweiz sind wir sowieso Käsefans. Also ich liebe Käse. Aber so, das ist so entzündungsfördernd und ich habe dann wirklich wieder wirklich so eine Backe bekommen von einer Nebenhöhlenentzündung. Und von diesem Tag an wusste ich, also ich wusste dann halt auch, woher das kommt. Und habe dann wirklich verstanden, aha, das liegt daran, ich habe das dann nachvollzogen. Eine Kombination von Stress, psychischem Stress und von eben zu viel Käse essen. Und dann habe ich, ja, dann habe ich nach Alternativen gesucht und bin auf die Hülsenfrüchte gestoßen. Und mein Freund Leo, der stammt ja aus Chile ursprünglich. Und da seine Großeltern haben scheint's immer so Bohnen gekocht und Linsen und sehr viele Hülsenfrüchte, die haben sehr gesund gelebt und er ist zum Teil bei seinen Großeltern aufgewachsen. Und das wusste ich aber nicht unbedingt, sondern ich habe einfach ein Rezept gesucht und er hat mir dann so ein Rezept mit Kichererbsen gegeben. Und ich habe das dann gekocht und der ist total, der war so happy, sagte wie früher als Kind und so. Und wo ich das gegessen habe, habe ich gemerkt, wow, das schmeckt ja super. Und wisst ihr was? Hülsenfrüchte sind der absolute, perfekte Ersatz für Fleisch. So, wirklich toll. Ja, und ich habe ein kleines Video gemacht über die Bohnen, wie ich das mache, weil es ist wirklich alltagstauglich. Du kannst es machen, indem du, auch wenn du arbeitest und alles, du kannst es auf Vorrat kochen. Ich mache das so, dass ich häufig so ein Pack Bohnen nehme und dann weiche ich das ein über Nacht. Also ich nehme die ganze Portion und dann fühle ich nur, also und dann über Nacht und am nächsten Tag, am Abend, wenn ich von der Arbeit komme, koche ich die Dinger und dann fülle ich sie ab in so Gläser und dann habe ich immer Bohnen zur Hand. Also ich stelle das dann in den Kühlschrank. Und die Baked Beans, da mache ich auch eine größere Portion davon und dann tue ich die in den Kühlschrank. Und das ist eine gute Methode, einmal anzufangen mit einer pflanzlichen Ernährung. Weizenfrei, ja? Indem du dein Brot zum Frühstück, Brot und Konfitüre, das essen wir gerne in der Schweiz, indem du das ersetzt, dass du auf salzig umsteigst, was vielleicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, aber ich sage dir, wenn du das machst, du wirst nicht mehr hungrig sein. Also ich hatte manchmal so während dem Morgen im Büro oder so hatte ich dann jeweils so ein Tief. Und dann nimmt man sich gerne mal so ein Gipfeli. Oder wenn da so ein paar Kekse rumliegen. In den Büros ist das häufig so, dass da noch ein bisschen so Süßigkeiten rumliegen. Nehme ich mir ein paar Süßigkeiten und das habe ich jetzt wirklich so gut im Griff, weil ich überhaupt keinen Hunger mehr habe, wenn ich das gegessen habe. Ich bin satt, es ist so tragend, es gibt mir ein gutes Gefühl und zusätzlich habe ich eine viel, viel bessere Verdauung. Das ist so der Nebeneffekt, wo ich das gemerkt habe, habe ich beschlossen, ich esse jetzt jeden Tag Hülsenfrüchte. Und du kannst sie wirklich zubereiten, sodass es keine Blähungen gibt. Und ich habe jetzt eben ein kleines Video gemacht. Und ich habe das in der Küche gemacht, bei ein bisschen schlechter Beleuchtung. Aber wir werden sehen, ich blende euch dieses Video ein nachher. Und ja, gebe euch auch noch das Rezept für die Baked Beans. Die findet ihr unten in der Beschreibung. Und wenn du jetzt auch Lust hast, auf pflanzliche Proteine umzusteigen und noch ein bisschen unsicher bist, ob du auch wirklich genügend Proteine bekommst, dann mach das doch so wie ich und hol dir so ein pflanzliches Protein. Ich habe das pflanzliche Protein von Ethno Health, wo ich Gesundheitsbotschafterin bin. Ich finde das ganz toll, weil das nämlich auch noch andere Sachen drin hat, also ein paar Superfoods. Unten tue ich dir das Ganze verlinken und da siehst du die ganzen Inhaltsstoffe.
sehr hochwertiges Produkt. Und du kannst das ins Müsli tun, du kannst das auch so trinken, du kannst einen Drink machen davon, nur mit Wasser oder mit Hafermilch und schmeckt, wie soll ich sagen, es schmeckt nicht so toll wie die Shakes von New Size, zum Beispiel der Schokoshake, das ist ja auch ein Eiweißprodukt. Das verlinke ich dir unten. Aber der Vorteil von dem ist, dass es eben geschmacklich neutral ist. Du kannst es zu etwas Süßem verarbeiten oder zu etwas Salzigem. Und das ist wirklich toll. Du kannst es auch in eine Suppe rühren zum Beispiel. Auch du kannst es pur trinken. Du kannst noch im Smoothie ein paar Früchte reintun oder Beeren und ein bisschen experimentieren, wie es dir am besten schmeckt. Okay, also jetzt habe ich viel geredet. Und ich zeige dir jetzt mal, wie ich die Baked Beans mache. In meiner Welt ist gar nicht kompliziert. In meiner Welt bist du frei. In meiner Welt ist Geld. Was ich als nächstes mache, ich werde es abschneiden. Das, was du brauchst, sind nun die gekochten Bohnen, die du vorher eingeweicht hast. Dann Kräuter nach Wahl. Ich habe jetzt hier Koriander. Dann habe ich noch Rosmarin genommen. Bisschen Kreuzkümmel. Ich werde sehen, ob ich das alles rein tue. Das schmecke ich dann immer ab nach Belieben. Ein Olivenöl kalt gepresst, dann Zwiebeln, Tomaten und ich habe ein besonderes Salz. Du solltest kein normales Salz nehmen, kein weißes, sondern es ist so ein Grausalz von Hand geschöpft aus der Bretagne. Das bekommst du auch zum Beispiel im Claro-Laden oder im Delikatessengeschäft. Salz solltest du niemals einfach nur das weiße Salz nehmen mit Rieselhilfe drin und ohne Mineralien, denn die Mineralien brauchst du für deine Gesundheit. So mach dir diesen Gefallen. Du kannst alternativ dazu auch Himalaya-Salz nehmen. Himalaya-Salz stammt überdies nicht aus dem Himalaya, sondern aus Pakistan. Ja, und dann machst du Folgendes. In meiner Welt bist du gar nicht kompliziert. In meiner Welt bist du frei. In meiner Welt bist du geil. Thank you.
Ach ja, noch was vergessen, so wie das die ganzen Influencer tun. Abonniert meinen Kanal und bitte presst auf den Like-Button, falls euch das Video gefallen hat. Liebe ist lieb, nur du bist sauer.